Guten Morgen. Ich befinde mich hier auf einer meiner kleinen Testwanderungen, bevor es dann losgeht am nächsten Montag. Ja, und ich möchte euch heute zwei Dinge vorstellen, die ich mit auf die Reise nehme. Und davon ist einer hoffentlich lebensrettend, so denn es denn der Fall sein sollte. Aber ich hoffe natürlich nicht, aber das wäre der Life Straw. Und dann möchte ich euch ja, exemplarisch für mein Mindset auch noch was anderes vorstellen. Und das ist dieses Taschenmesser. Das ist kein gewöhnliches Taschenmesser, das ist ein ganz spezielles Taschenmesser. Fangen wir auch damit an. Also dieses Taschenmesser, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt, ist ein Werbegeschenk. Ich habe also kein Schweizer Taschenmesser oder irgendwie ein besonderes Outdoor-Messer. Ich habe mich natürlich auf Outdoor-Kanälen vorher informiert und man sagt, ja, ein gutes Messer solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen und da könnt ihr doch kein Geld scheuen und so weiter. Ja, aber was ist, wenn man das Geld einfach nicht hat? Na, und das ist bei mir so. Und ich hatte bei mir noch so ein Werbegeschenk rumliegen von Reax Transporte GmbH. Und ja, da ist halt so eine Zange dran, das ein Messer, eine Säge und irgendwelche Werkzeuge zum Aufspalten. Auf jeden Fall nicht so viel. Das ist eigentlich immer ein guter Indikator, wenn nicht allzu viel dran ist, dass wenigstens die Dinge, die dran sind, funktionieren. Aber es kann nicht sein, dass es auch komplett auseinanderfällt. Aber es ist, wie es ist. Ne? Und das ist auch das Einzige, Messer, was ich mit habe, also ich habe da nichts noch irgendwie ein Backup oder sonst was, sondern ich habe wirklich nur dieses, ja, dieses Werbegeschenk mit. Und der eine oder andere von den erfahrenen Outdoor-Menschen wird sicherlich jetzt sagen, boah, das kannst du nicht machen und so weiter. Doch, ich kann und ich werde es machen. Und ich werde sehen, was auf mich zukommt. Die Menschen vor, weiß ich nicht, vor 1000 Jahren, die hatten auch kein Taschenmesser. Und von daher, ja, ich will es einfach probieren und einfach mal schauen. Das heißt, ja, das wollte ich euch nochmal vorstellen. Also Equipment, was ich mitnehme, ist zum einen, weil das passt nicht alles in ein komplettes Video, weil ich auch zu jedem bisschen was sagen möchte und mit euch mich auch austauschen möchte. Das ist also hier einfach ein Werbegeschenk. Ja, und dann kommen wir zu dem Interessanten, ist der Life Straw. Der Life Straw, der wird entwickelt für Afrika, dass man sozusagen auch aus verschmutzten und bakteriell verunreinigten Gewässern trinken kann und überlebt. Und er hilft nicht gegen Schwermetalle und er hilft auch nicht gegen Viren. Aber Viren im Wasser sind sehr, sehr selten. Und das ist dann meistens auch öffentlich bekannt, wo Viren sind. Und zumindest laut den Informationen, wo ich mich jetzt informiert habe, kannst du eigentlich mit diesem Life Straw quasi aus jeder Pfütze trinken, aus jedem Tümpel, der hier irgendwo in Deutschland unterwegs ist. Und natürlich auch Tschechei und Österreich und so weiter. Und ja, entsprechend werde ich das Ding jetzt erstmalig ausprobieren. Es ist jetzt, wo ich das Video aufnehme, noch eine gute Woche, bevor es losgeht. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendwie eine bakterielle Infektion reinziehe oder sowas, dann habe ich noch eine Woche Zeit, um das wieder auszukurieren und vermute, das reicht. Und ja, ich möchte euch das einfach demonstrieren, wie das Prinzip hier funktioniert. Ich bin hier an dem Bach, wo ich genau weiß, dass man nicht raustrinken sollte. Das ist ja bei uns in Taura ja, ein bekannter Bach, wo ja, eben man nicht draus trinken sollte, weil da haben schon einige Kinder draus getrunken und denen ging es danach nicht so gut. Und deswegen werde ich das jetzt einfach probieren, um einfach auch jetzt noch zu Hause testen zu können, ob das wirklich so ist und ob ich wirklich mit gutem Gewissens auch aus einer dreckigen Pfütze oder aus einem dreckigen Tümpel trinken kann. Und wenn ich dann Wasser brauche, weil Wasser ist das Wichtigste, was wir an Nahrung zu uns nehmen. Und von daher, ja, ich werde das einfach mal demonstrieren und hoffen, dass ich trocken bleibe. Ich weiß mal nicht, ob man mich hört. Ich hoffe, man sieht mich. Ja, hier wird angesaugt und hier kommt das Wasser rein. Und ja, die ersten drei Mal, ich habe das Ding noch nie benutzt, die ersten drei Mal sollte man wieder ausspucken. Das werde ich gerne tun. Ach, shit. Jetzt bin ich natürlich schon nass geworden. Ja, ist natürlich suboptimal, weil ich eigentlich noch ein bisschen wandern wollte. Ich muss erst mal meine Schuhe ausziehen. Jetzt, ja. Hm. Ja, dann wird es heute eine Barfußwanderung. So.
Ach nee. Zu den Schuhen gibt es übrigens auch noch was zu sagen. Sage ich dann auch gleich. So, also. Neuer Versuch. Einmal ausgespuckt und jetzt sollten wir es trinken können. Schmeckt irgendwie nicht spektakulär, ein bisschen muffig, würde ich sagen. Ja, nur zur Not gelten. Und dann danach sollte man sozusagen, wenn man den benutzt hat, wieder aus das Wasser wieder rausholen. So, ich komme mal wieder nach. So, jetzt ist mir natürlich wieder das Blödes passiert. Ich wollte eigentlich wieder lange wandern, aber mein Fuß ist ja leider nass geworden. Das heißt, weil ich ins Wasser getreten bin. Das Problematik ist, weil ich halt keine wasserfesten Schuhe habe. Ich zeige euch mal meine Schuhe. Der ist ja noch ein bisschen nass. Und ihr seht hier schon, bei meinem Soul Runner ist hier unten ein Loch reingekommen. Und auch hier spielt wieder der Faktor Geld eine Rolle. Man hätte sich einfach nur neue Soul Runner kaufen können. Aber ich habe Folgendes gemacht. Ich hatte noch von hier drin, von Vibram Five Fingers, hatte ich auch noch Barfußschuhe, die mit Zehen, und die bei mir aber nicht funktioniert haben, weil die Zehen sich entzündet haben. Und da habe ich einfach die Sohle von den anderen in die Sohle hier reingetan. Und ja, und habe damit dann einfach hier sozusagen das Loch geflickt. Ist natürlich nicht wasserdicht, aber erstmal für den Boden sollte es ausreichen. Und wie gesagt, mal sehen, wie lange die ganze Konstruktion noch hält. Ich habe ja meine Badeschuhe habe ich ja noch mit, die mir meine Mama gekauft hat. Da habe ich euch ja das schon verlinkt. Und ja, und diese Schuhe hier, das sind einfach die besten zum Laufen. Aber ja, ich kann es mir halt jetzt aktuell nicht nochmal leisten. Und ich habe auch gehört, die Nachfolgemodelle von dem FX Trainer sollen wohl gar nicht so elastisch sein wie die erste Version, und von daher, ja, drauf geschissen. Und deswegen, ja, wäre ich jetzt einfach gleich mal wieder barfuß laufen können. Es war heute etwas kalt, es sind 5 Grad, aber hilft ja nur alles nichts. Ich bin gerade mal 2 Kilometer gewandert und ich wollte eigentlich mindestens 30 Kilometer noch laufen. Das heißt, ich hoffe, die Socken trocknen dann, obwohl bei der Temperatur wahrscheinlich nicht. Oder ich gehe nochmal nach Hause. Naja, egal. Also, es sollte eigentlich unter den... Ups, jetzt habe ich das Handy nass gemacht. Das Handy kann ich nicht ersetzen. Also, jetzt ist dieser Live-Store. Hier hast du diese Ansaugöffnung. Nicht Ansaugöffnung. Du hast das, wo du es unten... Dahinter ist die Membran, die das alles filtert. Und hier nimmst du halt durch. Und ja, und das wollte ich euch einfach vorstellen. Das heißt, Wasser... Ich meine, ich habe Wasserfasten gemacht. Ich weiß, man kann locker, ganz ohne Probleme, auch eine Woche ohne Wasser überleben. Und ich gehe ja nicht irgendwo in den Dschungel oder sowas, sondern ich laufe halt durchs Gebirge und durch die deutschen Wälder und durch die eventuell tschechischen und österreichischen Wälder, eventuell bulgarischen, rumänisch, ungarischen, das werden wir noch sehen, aber ich glaube, denke mal nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, und dafür ist das Ding eigentlich, denke ich, ganz gut geeignet. Und weil ich möchte auch nicht, das kommt noch dazu, irgendwie mit dem Navi alles abgehen, ne? Ich will eigentlich schon mit der Sonne folgen. Einfach so ungefähr die Himmelsrichtung und dort laufen und gucken, was ist. Und vielleicht ein paar größere Städte anpeilen. Oder dann eben, wenn Menschen sich mit mir treffen wollen, dann natürlich navigieren. Aber ansonsten will ich einfach laufen. Und ich werde mich natürlich die erste Zeit erstmal auch ein bisschen den Albin anpassen. Ne? Ich fange ja an, mit ihm zu laufen. Und er hatte nur schon Erfahrung, hatte schon 2000 Kilometer in Knochen. Und da werde ich einfach mal schauen, wie er das so alles macht.
Und, aber das wollte ich euch vorstellen, diese Live Straw. Das Gute ist, wenn ihr einen Live Straw kauft, ich verlinke euch den unten auch bei Amazon, dann bekommt ein Kind in Afrika auch so einen Live Straw. Das heißt, es ist ähnlich wie mit dieser Ruby Cup, mit dieser Menstruationstasse. Das Video verlinke ich euch oben nochmal. Wenn ihr hier so einen Live Straw für euch kauft, hier, wenn ihr mal Auto unterwegs seid und kein Wasser habt, ja, tut ihr was Gutes, indem ihr halt ein Kind in Afrika auch einen Live Straw ermöglicht. Und ich glaube, das Kind in Afrika kann den sicherlich besser brauchen als wir hier. Wie dem auch sei, das wollte ich euch heute vorstellen. Also, ich gehe los. Werbegeschenk, kaputten Schuhen und den Livestore. Aber ist ja, wie es ist. Und ich habe noch nie mich irgendwie so daran gehalten, was man empfohlen hat oder sonst was. Meistens bin ich auf die Schnauze gefallen, aber die Erfahrungen waren umso lehrreicher. Von daher läuft. Bis morgen. Ciao.